Moin, 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 willkommen zurück zu einer neuen Session von Tomb Raider 2. Und bevor uns diese Musik jetzt noch weiter in den Schlaf suselt und duselt, denke ich mal daran, am Anfang einer Session meine eigene Steuerung auszuwählen, denn das ist sehr von Vorteil. Dann braucht man das gleich nicht machen und ich muss mich nicht wieder wundern, warum hier so rumgespackt wird. Jedenfalls, ja, wir machen da weiter. Neue Session, wie gesagt, ich bin wieder allein, die Steffi ist nicht mehr dabei. Die Kimi auch nicht. Ist ganz schön breit, Lara. Und wir sind allein, aber doch nicht allein. Also wir sind hier gefangen und wir müssen uns einen Weg hier rausbahnen. Wir sind auf einer Bohrinsel gelandet. Ja, Bohrinsel. Und wie es der Zufall möchte, habe ich, entweder, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch weibliche Intuition, Telefonie oder beides, dass ich gerade dran gedacht habe, mir vielleicht den Timermarkt zu aktivieren. Deswegen mache ich gerade nichts und ihr seht gerade noch nichts auf dem Bildschirm, aber das macht nichts. Nehme ich den Ton auf, den Ton nehme ich auf. Wunderschön. Erstmal eine Stunde und dann mal gucken. Ja, weibliche Telefonie, irgendwie Vorhersehung oder beides. Wir können hier was machen. Also was dagegen tun, dass wir hier gefangen sind vor allem. Ich bin mal gespannt, wie der restliche Verlauf des Levels so wird, denn ja, es ist ein bisschen strange. Das werdet ihr aber gleich merken. Ich werde gleich noch näher was dazu sagen, was ich damit meine. Wir haben auf jeden Fall, können wir uns auch hier im Menü angucken, zwar noch die Medipacks, das ist ja sehr vornehm, aber wir haben keine Waffen mehr. Wir haben nur noch Munition und auch gerade nicht so wirklich viel. 6 Automatikmunition ist ja gar nichts. Uzi-Munition 8, da bist du ja in einer halben Sekunde fertig. M16 haben wir überhaupt noch gar nicht gefunden, glaube ich. Granaten? Aber wir haben, ich glaube doch, den Granatwerfer haben wir am Ende des letzten Levels gefunden, als wir gegen, wie hieß denn der, Giovanni Bardoli? Den Vater von Marco Bardoli gekämpft haben, im Opernhaus. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt so toll finden. Ja, ich hoffe mal, dass diese Session wieder etwas leichter für mich sein wird in Sachen Aufnahme. Denn, falsche Richtung. Ach, das ist so ein Zeitding. Ich hatte ziemliche Probleme, diese Session zu schneiden in der letzten. Ihr habt davon nicht wirklich viel mitbekommen, außer vielleicht mal ab und zu so ein paar schwarze Bildmomente. Ich laufe schon los übrigens. Ich laufe schon. Ich laufe nicht, warum hast du nicht. Ich bin aber schon losgelaufen. Manchmal geht das, wenn so eine Cutscene noch. Nein! Och, Lara, bist du denn des Wahnsinns? Okay, dann schiebe ich ihn Eras raus. Sagte auch sie. Und mach mir einen Laufweg fertig. Wenn das überhaupt so geht, wie ich das jetzt hier gerade denke. Mich dünkt, ich könnte diesen auch noch schieben. Ist das die Möglichkeit? Das ist, glaube ich, die Möglichkeit. Schauen wir mal. Nee, ich glaube, der hier. Nee. Auch nicht. Habe ich mir das jetzt schon verbaut? Nee. Den kann ich auch noch nicht weiterschieben, ne? Kann ich den rausziehen? Ich könnte natürlich auch einfach drüber springen hier und mir einen Weg bahnen, aber ich glaube, ich mache es gerade sehr umständlich hier alles. Egal, gebt mir ein bisschen mehr Zeit, um euch zu erzählen, was ich denn eigentlich meine. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe es, glaube ich, auch ins Video reingeschrieben, aber ich erwähne es einfach nochmal. Bei jedem Mal, an dem ich gespeichert habe in diesem Spiel, in der letzten Session mit Steffi, auf diese Session beziehe ich mich jetzt nicht auf irgendwelche anderen Sessions bisher hier von diesem Spiel, sondern nur auf diese Session. Hat Fraps, also mein Aufnahmeprogramm für dieses Spiel, eine neue Datei begonnen. Und das solltest du nicht tun. Und ja, so ist schön. Und das war so zerstückelt, denn das wäre nicht so schlimm, wenn das natürlich alles trotzdem weiterlaufen würde. Aber nein, da fehlten immer ein paar Sekunden und ich musste das zu unserem Kommentar immer anpassen. Und das hat so lange gedauert und es war so ätzend nervig alles. Läuft sie jetzt los? Ja, diesmal hat's geklappt. Bin schon in der Cutscene losgelaufen. Schön. Rick, Rick.
Wir machen mal eben einen Abstecher hier unten hin und ich speichere mal. So, deswegen hoffe ich jetzt, ich habe gerade eben mal einen kleinen Test gemacht, eine kleine Testaufnahme, dass es geht. Deswegen seht ihr auch hier gerade Opernhaus 102. Nicht wundern. So, da oben sind jetzt ein paar, ja, Blödmänner, sag ich einfach mal. Ich sag einfach mal Blödmänner. Hier können wir noch nicht rein. Das ist nämlich jetzt mein Problem. Ich weiß, wo wir wieder zu unseren Waffen kommen, nämlich hier drin. Ich weiß jetzt nur noch nicht, in welcher Reihenfolge man hier wie was machen muss. Ich glaube, das war so ganz, ganz intelligent wieder. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht verstanden. Da hinten sehen wir übrigens auch schon ein Secret. Beziehungsweise wir sehen es noch nicht, aber ich weiß, dass da eins ist. Hinter diesem Propeller. Und zwar ist es so, wir können hier oben an Land irgendwie irgendwo einen Schalter drücken und dadurch öffnet sich diese Klappe hier in diesem Flugzeug. Denn, wie wir uns erinnern, aua, wir werden beschossen, das ist nicht schön. Wir gehen dann einfach mal ein bisschen spazieren und gucken uns hier mal um. Du stehst da sehr blöd, Junge. Kann ich mich derer entledigen? Die sind manchmal ein bisschen zu schlau. Das ärgert mich. Finde ich nicht gut. Was war hier? Da ist ein Fernsehmonitor. Hier können wir etwas reinschieben. In den könnten wir, also der könnte uns auch was reinschieben, aber das wollen wir natürlich nicht. Kann mal der eine mit den Knarren hier bitte hinkommen? Warum haut ihr jetzt wieder ab? Ich glaube, der muss uns hier das aufschießen. Kann das sein? Irgendwie war das, damit wir hier auf diesen Balkon können. Denn, wie gesagt, ja genau, wir haben ja noch keine Waffen. So. Jetzt ist die Frage, lasse ich das so oder lade ich das nochmal? Ich lasse das mal so. Und nehme mir mal ein kleines Medipesh. So. Genau. An sich auch wieder ein sehr interessant aufgebautes Level mit verschiedenen Wegen. F5. Speichern. Wunderschön. Ich glaube, da oben... Nee, ich glaube, das wird nichts. Nehmen wir erstmal den Hebel hier unten. Also, was ich eben vorhin erzählen wollte, wir sind ja mit Marco Bartoli mitgereist auf diesem Flugzeug am Ende der letzten Folge. Aus Italien weg. Wo wir hier sind? Wir sind auf einer Bohrinsel. Wo diese Bohrinsel ist, weiß ich allerdings nicht. Was ich allerdings weiß, ist, dass ich es immer sehr interessant und gleichzeitig auch befremdlich fand, dass es ja bei vielen Filmen, ich weiß nicht, ob euch das auch schon aufgefallen ist, okay. Zieh mal einer, guck. Dass es bei vielen Filmen so ist, dass da immer im Abspann steht, dieser Film darf nicht dort und dort, dort und dort und dort und dort und dort gezeigt werden. Okay, so kommen wir an unser Secret dran. Das lade ich jetzt gleich aber nochmal. Ups. Wir müssen uns beeilen, alles klar. Ich mach das jetzt nochmal anders. Ich weiß jetzt nicht so ganz, was er hier gemacht hat. Aber ich schwimme trotzdem nochmal eben nach oben, denn wir brauchen hier, glaube ich, jeden kleinen Sauerstoffwitzel, den wir kriegen können. Hoch. Man kann es verhältnismäßig gut steuern unter Wasser, finde ich. Das ist wahrscheinlich eine Ausnahmemeinung. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Bei Filmen und den rechtlichen Hinweisen von Filmen. Dort steht dann immer, man darf es nicht in Krankenhäusern zeigen, man darf die Filme nicht öffentlich vorführen, wenn man dafür keine Gebühren bezahlt hat. Und man darf auch Filme nicht auf Bohrinseln zeigen. Das fand ich immer sehr interessant. Das ist mir immer aufgefallen und ich dachte immer, warum? Why? Ich habe, glaube ich, gerade echt einen total umständlichen Weg genommen. Denn hätten wir uns die Tür da hinten geöffnet, hätten wir daher auch wieder da hinten rausgekonnt. Das schaffen wir aber, glaube ich, noch. Ja, schön. Den haben wir uns gekrallt, haben wir uns den. Ich glaube, dieser eine Schalter, den wir da hinten auf der anderen Seite von der Schiffsschraube gesehen haben,
Also Schiffsschraube ist es nicht, aber es ist eine Schraube und die ist auch ganz schön locker. Wer diese Schraube locker hat, weiß ich nicht. Naja. Nee, ich glaube, das geht nicht. Das geht nicht. Ich glaube, dieser Schalter hat da hinten diese Klappe aufgemacht, durch die wir durchgeschwommen sind. Und hier gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Ich habe die ganze Zeit immer das Verlangen, die Waffen zu ziehen. Jedenfalls, ich könnte mir höchstens vorstellen, dass eine Bohrinsel als öffentliches Gebäude generell zählt, als Gebäude der Öffentlichkeit, auch wenn da natürlich nur eine Handvoll Leute da Zutritt haben. Und es deswegen extra im Abspann von Filmen erwähnt wurde. Jetzt bin ich mal eben versucht. Nee, schade. Da was zu machen. Hier sollten wir relativ seitlich nur dran schwimmen, denn sonst werden wir vom Sog, von der Sogwirkung, hier in diese tolle, schöne, formschöne Schraube reingezogen. Genau, das macht die Tür auf. Ist schön und gut. Jedenfalls, okay, das hat nicht gereicht. Da war ich doch zu optimistisch. Gebe ich gerne zu. Habe ich danach nicht gespeichert. Doch. Secret haben wir. Ha. Wie war das jetzt nochmal? Er hat uns hier da hinten die Scheiben aufgeschossen. Das ist schön. Nee. Nee, ich glaube, da kommen wir auch nicht drauf. Ich glaube, das würde uns auch nichts bringen, denn wir müssen wirklich hier von hier unten rein. Der Witz an der ganzen Sache wäre natürlich, dass ich total falsch liege und ich die Klappe irgendwie manuell aufmachen kann. Händisch. Mich freut es übrigens, möchte ich mal so nebenbei sagen, dass dieses Tschüss, Lara. Hey, dass dieses Let's Play-Projekt sehr gut geguckt wird für meine Verhältnisse. Das freut mich wirklich sehr. Weil ich, das freut mich nicht, ich meine, die Tatsache an sich freut mich, aber mich freut es vor allem, wenn es bei älteren Spielen der Fall ist. Denn es ist leider nicht selbstverständlich, dass alle Leute auch immer einen besonderen Draht zu älteren Spielen haben, sondern meistens heißt es dann irgendwie, nee, was ist denn für ein alter Kram, voll verpixelt. Meine Zuschauerschaft gehört da nicht zu, ich würde jetzt mal so schätzen. Rette dich, nein. Okay, ich sollte da hinten nochmal speichern. Okay. Ups. Und da bin ich sehr froh drüber, muss ich sagen. Ich weiß, wahrscheinlich bringt das auch jetzt gerade nichts, was ich mache, denn da hinten habe ich keinen weiteren Gang gesehen. Das ist, glaube ich, nur eine Abkürzung. Oder wäre vielleicht eine Abkürzung gewesen, hätten wir das Secret geholt, dann hätten wir nicht wieder dahin zurückschwimmen müssen, sondern hätten hier vorne rausgekonnt. Schätze ich mal. So. Ich schaue mich aber jetzt gleich trotzdem mal da hinten um. Also, wir fassen nochmal zusammen. Primärziel: diese Klappe öffnen, um in dieses Flugzeug reinzukommen, um unsere Waffen wieder zu erlangen. Ich finde es immer sehr interessant in solchen Spielen, und auch dieses Spiel ist dort keine Ausnahme, dass wir, muss ja gar nicht so speichern, ich kann ja einfach über F5 den Shortcut nehmen. Ich finde es sehr interessant, dass Waffen und sowas immer abgenommen werden, aber Munition und Medipacks und sowas, die werden dann gelassen. Wenn ich einem Gegner doch wirklich schaden will, dann nehme ich dem doch alles weg. Oder vielleicht denken sie auch, es ist besonders höhnisch. Gibt es das überhaupt höhnisch oder ist das honisch? Ne, höhnisch ist das, ne? Der Hohn, etwas ist höhnisch. Hi. Ach, weißt du was, komm. Wir versuchen jetzt erstmal da hinten durchzukommen und gucken uns da mal um. Die denken sich vielleicht, das ist besonders höhnisch und so, das ist besonders fies, wenn wir der jetzt die Munition lassen, so als, so, wir zergen sie quasi. Okay, manchmal ist es doch etwas hakelig. Hier unten war wirklich nur das.
Tja, und dann kommen wir da hinten wieder raus. Kann man da doch drauf springen, frage ich mich. Ha. Wir hätten ja auch vielleicht noch so ein bisschen da hinten in diesem einen Raum, wo er uns die Scheiben aufgeschossen hat, in dem Kontrollraum, die Möglichkeit, uns umzuschauen. Ich muss mal schauen. Nee, das klappt so nicht. Ich hab's ja jetzt schon mit Anlauf probiert, aber ohne Anlauf erst recht nicht, glaube ich. Oder konnte man auch auf die Flügel vom Flugzeug drauf? Och, ich weiß das doch alles nicht mehr. Und alle Leute schreien wieder, Dave, du musst das so und so machen. Das könnt ihr gerne euren Bildschirm anschreien, das wird euch aber nicht weiterhelfen, da ich das Spiel im Zweifel nicht so gut kenne, wie ihr das kennt. Das bitte immer im Hinterkopf behalten. Ich sag das immer wieder gerne und ich finde, das kann man auch nicht so häufig sagen, denn es ist einfach, ja. Diese Tür ist übrigens wieder interagierbar, denn wir können dagegen rennen, wie ihr gerade gesehen habt. Du Kacker, hast mich noch erwischt, du. Ach schön. War hier oben noch irgendwas ein Schalter? Bin gleich tot. Scheiße. Ja, ein Windzug und wir liegen, ne? Ha. Doof. Der ist nur für die Tür. Ist der andere Schalter vielleicht auch hierfür? Es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, aber ich könnte es diesem Spiel durchaus zutrauen. Ist hier unten noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Ich werde jetzt gleich eh wieder sterben. Deswegen passt das schon. Ja, komm, tu es. So. Bring es hinter dich. Dö. Moment mal. Von da auf den Flügel. Ha. Kann man hier... Hier kann man, glaube ich, nicht drauf, weil das zu hoch... Da ist noch ein Shabble. Schön, wie komme ich denn hier drauf? Frage ich mich jetzt gerade. Von da oben und da einfach dann da runter. Ah! Da ist noch ein Schalter. Juhu. Ich kann mich nur wiederholen. Also ich freue mich wirklich sehr, dass es gut geguckt wird. Das Let's Play. Ich glaube, man hätte die erledigen können hier mit diesen Dingens hier. Mit diesen beiden Fässern, die da oben waren. Aber dafür war ich zu langsam oder hab's in dem Moment nicht geschnallt oder was. Schön. Das ist, glaube ich, mal ein guter Moment. Was machst du? Machst du das, was ich denke und hoffe? Ja, schön. Kann mir jemand erklären, wer eigentlich diese Frau da drauf sein soll? Ist das irgendeine besondere Anspielung auf irgendwen? So eine sexy Nadler oder was? Also nicht, dass ich die sexy finden würde da drauf, die Frau. Dafür ist mir dann doch ein bisschen zu pixelig. Aber ne, ihr wisst Bescheid. So. Was? Ach, ich muss doch oben auf den Flur. Ah, warte mal. Ich glaube, ich muss das drücken. Dann geht oben bis auf. Nein, dann gehen die Rotorblätter aus. Und ich kann da dran und dann kann ich da drauf und dann sind wir alle glücklich und zufrieden. Das ist doch geil. Ich muss nochmal wieder da rum, ne? Ne. Aber es hat ja eben auch ganz gut geklappt. Ich habe ja diesen kleinen Weg da oben drüber genommen. Hi.
Weil wenn ich hier drüber gehe... Doch, jetzt hat das gerafft. Aber dann zielt er nicht so ganz oft auf mich, habe ich den Eindruck. Weil er erst eine Zeit braucht, um zu raffen, dass ich überhaupt da oben bin. So. Es sieht nicht so aus, aber es hat geklappt. Wir hängen hier drin. Und jetzt gleich sind wir wieder am Start. Da sind unsere Pistols und glaube ich auch der Rest, ne? Oder nur die Pistols? Nee, nur die Pistols. Schön! Das ist nochmal ein Grund zu speichern. Der Bohrturm.